Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.2. Heute möchte ich dann mal weitermachen mit Spice im KiCad, also der Schaltungssimulation in KiCad-Programmen. Und heute möchte ich euch zeigen, wie man eine Library hier in verschiedene Modelle einbindet. Und dazu habe ich hier als erstes einmal mir einen Ordner angelegt, den habe ich hier mal Spice-Model genannt und hier möchte ich dann meine Spice-Simulations-Libraries hineinladen. Also ähnlich wie unserem Library-Ordner, wo wir die Bibliotheken drin haben, hier der Spice-Ordner, kann man auch Spice-Lib nennen, wie auch immer. Hier soll also dann alles, was mit Spice-Simulation zu tun hat, drin landen. Zumindest was die Bibliotheken betrifft. Dann bin ich hier weiter ins Netz gegangen und zwar hier auf ngspice.sourceforge.net und wir sehen hier auf dieser Seite, da gibt es also dieses ngspice-ee-schema.html und hier sind ja auch einige Schaltungen gezeigt. Die erste hatte ich ja hier schon mal gezeigt mit diesem Tiefpassfilter. Und wir sehen dann hier unten jetzt eine zweite Schaltung, die habe ich ja auch schon vorbereitet. Das ist also jetzt eine Schaltung mit einem bipolaren Transistor. Und für diesen bipolaren Transistor brauchen wir dann im Prinzip eine Library, die uns hier diese Modelldaten einbindet und wie wir die downloaden bzw. wie wir die dann auch einbinden, das möchte ich euch im heutigen Video zeigen. Also ngspice.sourceforge.net und wir sehen dann hier unten unter Punkt 3 bipolarer Verstärker und da haben wir hier also dieses BC546 Modellparameter und Spice Model Pages. So, diese beiden Webseiten habe ich hier mal geöffnet. Als erstes hier diese Modelldaten. Das sind also hier ist ein Forum und in diesem Forum wird man hier auf diesen Thread verlinkt und wir sehen also hier, das sind im Prinzip die Modelldaten. Die könnte ich jetzt für mich selbst in eine separate Datei einbinden und diese Datei dann dem BC546 zuweisen. Es geht aber noch einfacher und zwar hier unter der Seite espice.ugr.es, eSpice Models, also wenn ihr diesem Link hier folgt, dann kommt ihr hier direkt auf dieser Seite heraus. Müsst ihr hier unten und zwar die, jetzt muss ich selber mal schauen, ich habe sie hier schon runtergeladen in den Ordner, und zwar die bjtn.lib herunterladen, also diese Library hier, die habe ich mir heruntergeladen und wir sehen also hier drin sind jetzt verschiedene Transistormodelle, hier zum Beispiel der BF554 oder dann der verschiedene, was haben wir hier noch, MPS 3903 und so weiter, sind also hier hinterlegt in dieser Datei und wenn ich jetzt hier also mit Rechtsklick Ziel speichern unter, kann ich es mir dann in den Download-Ordner speichern beziehungsweise hier drin in meinem Ordner und wenn ich jetzt hier mal einen Doppelklick drauf mache, dann sehen wir jetzt im Prinzip hier den gleichen Inhalt, wie wenn ich das jetzt hier mal nochmal im Firefox zeige. So, und da. So, dann sehen wir, das sind also jetzt hier der Download, das ist also unsere Library und jetzt möchte ich mit euch hier im KiCad das mal öffnen und da habe ich hier das schon vorbereitet. Das ist also jetzt unsere Schaltung, so wie sie auch auf der Webseite von SourceForge zu sehen ist. Und wir haben also jetzt hier Widerstände und Kondensatoren. Die habe ich jetzt noch nicht im Detail belegt. Das sind aber hier, wie wir jetzt unschwer erkennen können, schon an den Symbolen, die Kondensatoren aus der ngSpice Lib, die hier mitgeliefert wird. Und hier sehen wir jetzt den BC546 als ganz normale NPN-Schaltsymbol. Und wenn wir auf dieses Symbol draufgehen mit der Taste E, kommen wir dann also in die Bauteileigenschaften. Und da sehen wir hier unten den Button Spice-Modell bearbeiten.
Und wenn ich das jetzt hier öffne, ist dieser Dialog, der sollte bei euch natürlich leer sein. Dann sehen wir hier oben also die Bibliothek. Dann haben wir hier hinten den Dateiauswahl-Dialog. Das heißt, wir wechseln dann hier in den angelegten Ordner, können dann die Lib auswählen, gehen hier auf Öffnen und siehe da, sie werden alle hereingeladen. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal den Inhalt dieser Library oder Bibliothek uns anschauen lassen. Dann wählen wir hier unten bipolare Transistoren aus, also BJT, und ich kann dann hier oben direkt jetzt nach dem BC546 suchen, kann den hier anwählen und damit wird die hinterlegte oder werden die hinterlegten Modellparameter, wir sehen sie hier unten, werden jetzt also hier in unser SPICE-Modell hineingeladen. Mit OK bestätigen, hier auch nochmal mit OK bestätigen und damit ist im Prinzip unser Modell schon belegt. Was ich jetzt hier noch machen muss, ist dann natürlich die Annotation durchführen, die Werte zuweisen und hier noch die Spannungsversorgungen belegen. Das werde ich jetzt mal tun und melde mich dann gleich wieder. So, da bin ich wieder zurück. Und ich habe jetzt mal hier schon einiges vorbereitet und die Schaltung annotiert. Wie wir hier die Bauteilelemente noch die restlichen mit Werten versehen, möchte ich euch jetzt hier noch kurz zeigen. Also entweder hier Rechtsklick-Eigenschaften bzw. Wert editieren. Das heißt also hier den Feldwert editieren mit Rechtsklick direkt hier auf das Feldwert oder hier auf dem Bauelement dann die Eigenschaften anwählen, Eigenschaften editieren, dann kann ich auch hier diesen Wert eingeben. Oder es geht noch schneller, einfach mit dem Cursor hier aufs Symbol gehen und die Taste V drücken. Dann bin ich automatisch im richtigen Wertefeld, also das heißt Taste V für Value oder Wert. Und jetzt kann ich hier direkt eintragen. Aufpassen, man muss sich jetzt hier bei den Werten an die SPICE-Konventionen halten. Das heißt also hier 10K für 10 Kiloohm und hier für unseren Kondensator mit der Taste V nochmal 10U eingragen für 10 Mikrofarad. Bitte nicht das Mikro über diese Alt-GR-Taste und M nutzen, sondern einfach U. Das ist hier die Konvention, die SPICE in seiner Simulation benötigt. Damit haben wir hier im Prinzip schon mal die Bauelementewerte nach der Vorgabe von der SourceForge-Webseite belegt. Und jetzt brauchen wir hier noch die Spannungsquellen. Zuerst nehmen wir hier die Spannungsquelle für die Gleichspannung. Auch hier mit der Taste V bin ich sofort wieder in diesem Wert. Wir tragen hier 5 ein für 5 Volt. Damit ist das eine 5 Volt Gleichspannungsquelle. Das heißt, hier liegen jetzt 5 Volt simuliert an diesen beiden Pins hier oben an R1 und R3 über den Transistor dann auch entsprechend hier gegen Masse. So, dann haben wir hier hinten noch die zweite Spannungsquelle, die unser Eingangssignal simulieren soll, auch hier mit V. Und was machen wir hier? Wir sagen hier DC Leerzeichen 0, AC Leerzeichen 1. Damit wird jetzt hier diese Spannungsquelle zu einer Wechselstromspannungsquelle gemacht, also mit 0 DC ausschalten, mit AC1 Wechselspannung einschalten. Das sehen wir hier auch nochmal im Beispiel. Und jetzt haben wir hier unten über das Textfeld, das habe ich hier mal nach rechts geschoben, wird jetzt also diese Spannungsquelle hier mit einem Signal belegt. Das heißt, hier unser Punkt AC-Signal bezieht sich jetzt also hier drauf, auf dieses AC, was in dieser virtuellen Spannungsquelle zur Verfügung gestellt wird oder Signalquelle. Und wir sagen hier dekadisch mit 10er Schritten von 10 Hertz bis 1 Megahertz oder 1000 Kilohertz wird jetzt hier eine Frequenz erzeugt und die liegt dann hier über den Label in hier am Eingang an und wird dann hier über den Kondensator eingekoppelt am Transistor verstärkt und hier hinten wieder ausgekoppelt. So, das Ganze speichern wir mal ab und gehen hier auf den Simulator und können hier eigentlich schon direkt sagen Simulator starten und wir fügen einfach mal, wenn ich hier oben auf Signale hinzufüge, hier V-in ein und V-out und
können uns nochmal hier VCC anzeigen lassen. Macht aber jetzt hier wenig Sinn, weil das die Skala verschiebt. Ich werfe das mal hier wieder alles raus. Es reicht eigentlich, wenn wir uns hier das V-Out mal anzeigen lassen und von mir aus noch V-In. So, dann sehen wir hier also die Signalverläufe, wie das hier von 10 Hz bis 1 MHz der Signalverlauf ist und die Verstärkung und den Phasenverlauf. Damit ist eigentlich jetzt hier unsere Schaltung schon simuliert. Was ich jetzt natürlich machen kann, ich kann jetzt hier auf Anpassen gehen, nehme hier mal den R1, die 68 Kilo, klicke den einfach mal an, wechsle zurück hier in die Ansicht und kann jetzt hier, habe ich diesen Schieber anpassen, kann ich also jetzt hier diesen Wert mal verändern und sehe dann auch gleich, wie sich hier die Verstärkung entsprechend verschiebt. So, das ist die eine Seite. Dann kann ich hier noch an meinem Signal, wenn ich jetzt hier Rechtsklick drauf mache, das Signal erstmal ausblenden oder mir einen Cursor anzeigen lassen. Ich mache das mal hier fürs V-Out. Cursor anzeigen lassen und wir sehen jetzt hier den Signalcursor mit den bei welcher Frequenz er steht und welchen Gewinn er jetzt hier hat, beziehungsweise welche Phasendrehung da gerade anliegt. Und wenn ich den jetzt hier mit der Maus mit Linksklick anfasse, kann ich das also hier entsprechend verschieben und ich sehe gleich hier rechts für jede Stelle exakt die entsprechenden Werte, die dann in dem Moment im Diagramm anliegen. So, das soll es dann hier mal gewesen sein. Diese ganze Schaltungssimulation hier geht dann weiter. Und zwar wird dann hier einiges umgestellt auf eine sinusförmige Spannungsquelle, also ein Sinussignal, was hier mit einem bestimmten Wert eingespeist wird oder mit einer bestimmten Werteänderung. Dann haben wir hier dieses Transientensignal, was dazu genutzt wird, oder dieser transiente Kurvenverlauf. Und es sollte dann hier in etwa so etwas herauskommen. Probiert das mal aus. Das mache ich jetzt mal an dieser Stelle nicht. Das werde ich dann im nächsten Video zeigen. Das probiert ihr mal selbst. Stellt also mal die Schaltung entsprechend hier dieser Vorgabe um und simuliert das dann. Ihr werdet feststellen, auf Anhieb kommt dieses Signal nicht raus. Das liegt daran, dass man hier mal über diese Funktion anpassen oder ja, diesen Slider sich einblenden lassen muss und hier mal den Wert von diesem Widerstand dann mit dem Slider ändern muss. Und man sieht dann, dass man dann hier langsam aber sicher zu diesem abgebildeten Bild herauskommt. Das solltet ihr mal probieren. Probiert das mal aus. Ich werde es dann im nächsten Video nochmal als Lösung zum Anfang einblenden und wünsche euch viel Spaß an dieser Stelle mit KiCad und der Spice-Simulation und tschüss, bis zum nächsten Mal.